Hause. Nach all dem, was geschehen ist, könnt ihr euch glücklich schätzen, wenn ich euch nicht ins Gefängnis werfe. Und jetzt verzieht euch. Wir kommen wieder. Es ist noch nicht vorbei. Okay, hallo meine Lieben. Und herzlich... Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Damit herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Skyrim. Ich habe mich jetzt nach Weißlauf durchgequält. Es ist furchtbar. Es hat eine Weile gedauert. Es ist furchtbar langsam halt. Und dachte mir, Mensch, das ist ja ein Event, da drückst du mal auf Aufnahme. Und ja, dann machen wir das doch glatt. Wen sucht ihr denn? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwadone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Oh, ich glaube, die kenne ich. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Ist es Irilet? Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Okay. Warum sucht ihr diese Person? Das ist doch die spannende Frage. Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Wenn ihr die nicht Rotwadone. Interessiert seid, könnt ihr gehen. Das ist Irilet. Das ist eindeutig Irilet. Bin ich mir fast relativ sicher. Weil sonst würde das jetzt hier nicht auftauchen, vermute ich. Vermute ich ganz stark. Wir suchen nach einer Flüchtigen aus Hammerfell. Eine Rotwadone. Sie könnte irgendwo in dieser Stadt sein. Eine Flüchtige aus Hammerfell, okay. Gut. Sie kann sich nicht ewig vor uns verstecken. So, wir machen uns mal auf den Weg zum Markt. Drunken Huntsman. Oh Gott, wo war der Markt? War der hier? Ja, der war hier, ne? Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Manchmal fehlt mir das Soldatenleben. Aber wenn ich meine Tochter in den Armen halte, dann weiß ich, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Okay. Ich möchte Einhandwaffen trainieren? Nein, möchte ich tatsächlich gerade mal nicht. Das wäre aber cool. Saphir, gefällt es nicht, dass ich so viel Zeit mit der Suche nach dem alten Schwert meines Vaters verbringe. Er hat seine gesamte Familie mit dem Gold ernährt, das er mit dieser Waffe gemacht hat. Ich werde nicht zulassen, dass es im Trophäenzimmer irgendeines Diebes verstaubt. Ja, das stimmt. Ich habe es bis zu einer Gruppe Banditen in der Nähe verfolgt. Aber ich mache mir nichts vor. Um mir mein Schwert zu holen, bräuchte ich die Hilfe der Wachen von Weißlauf. Oder ich müsste die Gefährten anheuern. Ich weiß zwar nicht, warum ich das sage, aber wenn ihr auf euren Reisen darauf stoßen solltet, wäre ich euch sehr dankbar. Ah, ist gut zu wissen. Da habe ich doch wahrscheinlich eine Idee. Nein, da haben wir wohl etwas gemeinsam, ihr und ich. Nein, ich bin Rotwadone. Meine Familie stammt aus der kaiserlichen Provinz. Aber ich habe mein Zuhause verlassen, als ich noch ein junger Bursche war. Seither bin ich unterwegs. Okay. Ah ja, Einhandwaffen trainieren, nein, möchten wir tatsächlich nicht. Ja, gut, okay. Rotwadone, sie suchen aber den weiblichen. Ja, wenn wir das finden, dann bringen wir das zurück. Wir quälen uns jetzt erstmal bloß zum Markt durch. Es ist schön hier, ich mag das. Es gefällt mir. Auch das Wetter ist schön und freundlich, es ist hell. Ich finde, das hat man jetzt die letzten Folgen alle nicht. Da war alles sehr dunkel, sehr... düster zugezogen. Interessante Sache. So, hier ist der Markt. Frischgebackene Brote. Bei Ismir, ihr habt es geschafft. Ihr habt einen Drachen getötet. Ja. Hm, bin ein cooler Dude. Die Wachen haben über euch gesprochen und behauptet, dass ihr ein Drachenblut seid. Aber das ist doch gar nicht möglich. Hä, hey, warum denn? Weil ich so scheiße... Sehe ich so scheiße aus, jetzt ohne Spaß? Ich kann mein Was Gesicht nicht sehen. So? Ich hab ganz sicher keine Angst vor euch, auch wenn ihr älter seid als ich. Ich zieh dir gleich mal mit dem Hammer einen Scheitel, Mädchen. Sowas. Keine Manieren mehr, die Belger. So, okay, hier kann man Essen kaufen und verkaufen, das will ich aber gar nicht. Ich will ja hier rüben, Waffen. Waffen ist, genau. Ich will nämlich Waffen verkaufen. Guten Tag, gnädige Frau. Sammlerstücke und Zierschmuck. Gefällt dich vom besten Schmied von ganz Himmelsrand. Frau Graumähne, ich ahne, worauf das hinausläuft. Ihr müsst neu hier sein.
wenn ihr eine solche Frage stellt. Mein Ehemann Eolund hütet die Himmelsschmiede in Jorvaska, der Methalle der Gefährten. Es gibt in den neun Fürstentümern keinen besseren Schmied. Ihr solltet ihn nach seiner Arbeit fragen, das einzige Thema, bei dem er so richtig in Fahrt kommt. Das ist ja sympathisch. Und vielleicht noch diese eingebildeten, dumm schnupfenden Kampfgeborenen. Die haben ja richtig Spaß. Ja, Waske, na gut, das finden wir schon. Wer sind die Kampfgeborenen? Hört ihr bloß mit diesem Haufen auf? Hör mir öfter. Sie halten sich für etwas Besonderes. Ja, sie haben Geld. Aber nicht einer von ihnen besitzt einen Funken Anstand. Graumähne. Das ist ein Name, der einen mit Stolz erfüllt. Wir haben Wurzeln in Weißlauf. Wir haben Tradition. Aber kein Geld, das ist interessant. Was habt ihr zu verkaufen? Hallo? Hallo? Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Okay. Kann ich ihr denn... Ach nee, ich kann bloß Bekleidung hier verkaufen. Ach, das ist ja perfekt. Bekleidung will ich da auch verkaufen. Ach so, ich kann bloß Schmuck verkaufen. Das ist doof. Das wiegt doch alles nix hier. Vielleicht brauche ich das noch irgendwie zum Zaubern. Ne? Das ist doof. Ich will... Passt gut auf euch auf. Ja, ich gebe mir Mühe. Hey, was soll denn das? Ich habe doch gar nichts gemacht. So, was ist das hier? Das sieht aus wie eine Apotheke oder so. Ja. Ich will mein Zeug loswerden. Ich brauche irgendwie einen allgemeinen Gemischtwarenhändler. Gemischtwaren. Ha, Mensch. Na dann auf. Da können wir nämlich endlich mal diese eine Stahlrüstung verkaufen, die wir mit uns rumschleppen, die wir noch geschenkt gekriegt haben. Weil... Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Das hier sieht auf jeden Fall freundlicher aus als bei dem komischen Gemischtwarenhändler dort von... von diesem Luca, oder wie er hieß, der Knilch. Alles steht zum Verkauf, alles. Wenn ich eine Schwester hätte, würde ich sie euch im Handumdrehen verkaufen. Was ist das denn? Das ist ja sympathisch. Ich würde euch sogar einen eurer Verwandten abkaufen, wenn ihr ihn verkaufen wolltet. Nur ein kleiner Scherz. Ja, ja, Sklaverei und so, ne? Interessant, um es gelinde auszudrücken, bei allem, was so geschehen ist. Ja, wurden beschissen. Einerseits ist es schwerer, Lieferungen zu erhalten, da heutzutage nicht mehr viele Händler umherreisen. Aber andererseits hat die Knappheit an Lieferungen zu einigen... Nun, sagen wir, Preissteigerung geführt. Naja, solange ich davon auch profitiere. Ich habe, was ihr braucht. Und es ist jeden Septim wert. So, kann ich denn nicht... Ah ja, für Bretonen nach Himmelsrand. Habt ihr zu verkaufen? Was habt ihr zu verkaufen? Oh, etwas hiervon, was davon. Ah ja, jetzt können wir mit ihm handeln. Das wollte ich doch gar nicht, Entschuldigung. Was führt einen Bretonen nach Himmelsrand? Liegt das nicht auf der Hand? Das herrliche Wetter und die gastfreundlichen Menschen natürlich. Der ist mir sympathisch. Von meiner großen Schwäche für Drachen und kleinliche politische Grabenkämpfe. aber die größte Attraktion dieses gefrorenen Ödlands besteht ohne Zweifel in der Flut dümmlicher Fragen, mit denen ich regelmäßig überschwemmt werde. Der Typ ist cool. Der gefällt mir. Ach, schön. Wenn er mir jetzt noch vernünftiges Geld bezahlt, dann... So, Freund. Bekleidung. Amico mio. Wert 21. So, gucken. Objekte. Bekleidung. Helm. Wert 60. Das heißt, wir kriegen ein Drittel. Wir kriegen ein fucking Drittel. Was kostet die Rüstung? 125. Ich glaube, ich notiere mir das mal kurz. Sekunde. Ich glaube, ich notiere mir das mal kurz, um mal abzuwägen, ob wir das... Ich meine, wir haben keine Wahl, wir müssen es verkaufen, ne? Aber so, Eisenrüstung, 125, der Helm hat 60, das können wir uns merken. Die Halskette verkaufen wir nicht, das verkaufen wir auch nicht. Die Stahlrüstung wollten wir noch verkaufen. Die Stahlrüstung, die kostet ja sogar 275. So, was haben wir noch? Waffen. Den alten Nordbogen. Alter Nord-Zweihänder.
Wieso Schaden plus 7? Das verstehe ich nicht. Wir haben doch hier Eisenkristall, da macht doch 1 und 3. Ach, weil wir gerade was anderes ausgerüstet haben wahrscheinlich. Wir haben wahrscheinlich gerade... Nee, hä, was haben wir denn gerade ausgerüstet? Nein! Nein! Sag bloß nicht, ich habe den jetzt verkauft. Nee. Ich habe ja bloß geguckt. Hä? Um Gottes Willen, ich war gerade schockiert, ey. Schaden 0. Schaden 31. Genau. Ah ja. Hä? Komisch. Alter Nordzweihänder. Alter Nordzweihänder der Kälte. Na, wenn, dann behalten wir den der Kälte. Den alten Nordzweihänder, der kostet 35. Der Nordzweihänder. Was haben wir dann noch? Stahlkriegsachs, Stahlpfeile, die behalten wir. Stahlstreitkolben, meine Güte. Ja, komm, die Axt können wir auch verkaufen. Die kostet 55. Stahlzweihänder der Himmelsschmiede, der gefällt mir natürlich auch gut. Okay, aber da schauen wir erstmal. Bekleidung haben wir jetzt geguckt. Zaubertränke, Frostbissgift. Wir haben Zeug ohne Ende. Zutaten. Hühnerei, Knochenmehl, Schimmerpilze, Schneebären, Skiverschwanz, da können wir auch ein paar weghauen davon. Bücher, Schlüssel, sonstiges. Das ist eigentlich... Das dachte ich mir. Die sind schwer. Verhältnismäßig. Gut, okay. Aber ich glaube, ich... Steuermann? Wolfspelz. Oh, Wolfspelz 10. Wozu man den wohl braucht? Das ist wahrscheinlich so ein Crafting-Item. Ich vermute, der Jarl von Weißlauf hat doch gesagt, wir haben das Recht, Eigentum zu erwerben in Weißlauf. Dann machen wir das doch einfach. Können wir nicht einfach ein Haus kaufen und, ja, einfach ein Haus kaufen, ne? Und dann dort das Zeug reinpacken? Das wäre doch voll die gute Idee. Ich würde sagen... Ich würde sagen... Ja, Blick darauf. Ja, doch. Ich will doch jetzt nur verkaufen hier. Bekleidung möchte ich verkaufen. Den Eisenhelm 20, ja gut, okay. Weg damit. Eisenrüstung kriegen wir 44. Naja, ist ein Drittel rund. Ne? 125, 44 ist rund ein Drittel. Dann noch die Stahlrüstung möchten wir eine verkaufen. Da kriegen wir fast 100 für. Ja, also oh, so rund ein Drittel. Das bleibt also gleich. Okay, ich dachte, das ändert sich vielleicht je nach Gegenstand, den wir verkaufen wollen. Dachte ich, ändert sich das vielleicht. Deswegen, ja, habe ich das so mir mal aufgeschrieben, um das mal rauszufinden. Zack. Weil wenn wir, warum ich die Stahlachs jetzt verkauft habe, ne? Wenn wir mit Einhandwaffen kämpfen wollen, dann würden wir den Streitkolben nehmen, weil der mehr Schaden macht. Es wäre halt cool, wenn es noch einen Hammer gäbe, bei dem man einhandmäßig unterwegs sein kann. Aber ja gut, okay, ist jetzt auch egal. Gut, wir haben wieder Gewicht verloren. Denkt daran, ich tue alles, um euch die besten Geschäfte zu bieten. Das ist super. Lesen, erlesener Geschmack. Können wir das lesen? Tatsächlich. Erlesener Geschmack, der Feinschmecker. Herzlichen Glückwunsch! Mit dem Öffnen dieses Buches habt ihr den ersten Schritt einer wahrhaft epischen Reise unternommen, einer Tour durch die weite Landschaft der bretonischen Küche und ihrer unzähligen Freuden und Wunder. Ihr werdet so köstliche Gerüche, Geschmacksnoten und Konsistenzen erkunden, dass sie euch unmöglich erscheinen werden. Aber sie sind sehr wohl möglich. Wenn ihr euch an die sorgfältig ausgewählten Rezepte dieses Kochbuches haltet, werdet ihr tatsächlich außergewöhnliche Gerichte mit einer solchen Leichtigkeit zubereiten, dass euch eure Mitmenschen der Zauberei verdächtigen werden. Aber die einzige Magie ist die, die in eurem Herzen lebt. Eure Leidenschaft für die Zubereitung köstlicher, wunderbarer Speisen, die einfach zubereitet und unendlich genossen werden können. Fangt hiermit an, dann auch eines Tages ein Feinschmecker zu sein. Hä? Fangt hiermit an, dann auch eines Tages ein Feinschmecker zu sein? Dann auch ihr eines Tages ein Feinschmecker sein. Ach so, es ist schön. Schön übersetzt. Ach, sehr wundervoll.
Eine Prise Salz, eine Prise Pfeffer. Tasse geriebene Muskatnuss. Ah ja. Cool. Ob man das echt... Das müsste man echt mal gucken, ob man das echt mal probieren kann. Das würde ich fast gerne mal machen. Ich glaube, ich nehme das mit. Willkommen in Belitors Gemischpartner. Ein Kopfgeld hinzugefügt. Was? Keine Bewegung. Shit. Ihr habt mich gefangen. Ich werde mein Kopfgeld bezahlen. Ein Goldstück. Ich ergebe mich. Ich bringe mich nicht ins Gefängnis. Bringt mich ins Gefängnis. Eher würde ich sterben. Ach komm, das eine Goldstück für das Buch. Kluger Mann. Jetzt kommt mit zum Schloss. Warum? Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Oh, verdammt. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt. Versteht sich. Ja, hab ich doch gerade. Mann, ich wollte das Buch behalten. Scheiße. Hab ich das noch im Inventar? Bitte sag mir, ich hab das Buch noch. Nein. Verdammt, ich dachte, ich kann das kaufen. Warte mal, kann ich? Sekunde. War das noch vorm Verkauf? Wir laden das einfach mal kurz. Ach cool, hier seht ihr, wenn ich aufnehme. Ist ja lustig. Spiel laden. Ich lade das einfach mal kurz. Wirst du schwerer entdeckt? Dadurch kannst du. Okay. Wissen, wenn euch etwas gefällt. Okay, also das ist jetzt gerade das. Okay, dann verkaufen wir das nochmal flink. Was habt ihr zu verkaufen? Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Zack. Waffen. Dann noch zwei Händler. Da gab es 12 für. Ja, genau, das war das. Dann hatten wir gesagt, die Stahlkriegsaxt wollten wir verkaufen. Bekleidung wollten wir den Eisenhelm loswerden und die Eisenrüstung loswerden. Und eine Stahlrüstung loswerden. Und das war's eigentlich schon. Ich will dieses Buch, verdammt. Warte mal, verkauft er das vielleicht sogar? Sekunde. Biografie. Interessiert mich nicht. Erlesener Geschmack. Na, ja, dann kaufe ich das doch. Erlesener Geschmack. Zack. Wunderbar. So wird doch ein Schuft raus. Ja, tue ich vielleicht. Ja, Entschuldigung. Ich renne hier bloß dein Inventar um. Ist doch nicht so wild. Der Zirkel ist eine kleine Gruppe. Das haben wir schon gelesen. Gut. Ach, schön. Ohne Spaß, also das ist jetzt, ne, ich will das mal ausprobieren mit den Rezepten, weil ich meine, gut, wir können jetzt hier nicht logischerweise die köstlichen, feinsten, erlesenen Zutaten da von Himmelsrand verwenden, ne, aber ich meine, wenn wir mal kurz reingucken in das Buch, erlesener Geschmack, da, der Feinschmecker, ne, wenn ich jetzt hier so die Zutatenliste sehe, ne? 80 Gramm Käse, Butter, Mehl, Milch, Ei, Prise Salz ist doch ganz normal. Hühnerbrühe, Rinderbrühe, Butter, Mehl, Karotten, Zwiebeln. Was haben wir noch? Mehr ist nicht. Wie, das war's jetzt? Ich dachte, es sind mehr als bloß zwei fucking Rezepte. Na toll. Dafür habe ich jetzt 8 Gold ausgegeben. Ach nee, hier ist noch was. Potage le Magnifique, okay. Ach nee, das war doch das. Mist. Was auch immer das ist. Naja, mal schauen. Ja, das ist eher so für mich. Das ist jetzt fürs Let's Play vielleicht nicht so entscheidend und spannend. Ich würde sagen, wir sprechen jetzt erstmal mit dem Yao. So, das Kaufmannshandwerk erlernen. Ja, ist schön und gut alles. Dann ist ja reine Quelle. Nein, ich will zum Jarl jetzt. Ja, es ist eine Schar. Nicht als Gott, sondern als Mensch. Gewiss! Ja, wir wollen jetzt mit dem Jarl sprechen. Das machen wir noch, diese Folge. Hier wird nicht rumgeschnüffelt. Nein, ich will bloß zum König, Freunde. So. Immerhin habe ich euch gerade vom... Hallo? Immerhin habe ich euch gerade vom Drachen gerettet. Nö, das muss ja schon gewürdigt werden, finde ich.
So, auf geht's. Na, wer ist das denn? Hallo? Ich. Wenn ich euch mit meiner Putzerei störe, sagt es einfach und ich gehe. Nö. Alles gut. Du störst nicht. Gut. Ihr seid endlich hier. Der Jarl erwartet euch schon. Na dann. Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Die Graubärte. Wir haben gerade über also, euch gesprochen. Was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Der Wachturm wurde zwar zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Es hat sich herausgestellt, dass ich ein sogenanntes Drachenblut sein könnte. Ich habe den Drachen getötet. Ich finde, das ist eine Belohnung wert. Der Wachturm wurde zwar gestört, aber wir haben den Drachen getötet. Ja, das ist ja grundsätzlich richtig. Es hat sich herausgestellt, dass ich ein genanntes sogenanntes Drachenblut sein könnte. Entschuldigung. Oder ich habe den Drachen getötet. Ich finde, das ist eine Belohnung wert. Nachdem wir vor uns Infos wollten und eine Belohnung vielleicht gekriegt hätten und keine Infos, frage ich jetzt einfach nach den Belohnungen. Darüber besteht kein Zweifel. Es war wahrlich eine Großtat. Ihr habt euch einen Ehrenplatz unter den Helden von Weißlauf verdient. Aber es muss mehr dahinter stecken. Ist vielleicht etwas Merkwürdiges passiert, als der Drache starb? Jetzt will er auf dieses Drachenblut hinaus. Als der Drache starb, habe ich einen Teil seiner Kräfte in mir aufgenommen. Wir sagen das und nicht das mit dem Drachenblut, weil davon haben wir überhaupt keine Ahnung. Ne? Das haben wir nur von den Wachen gehört und wir sagen so, wie es war. Ne? Wir haben einen Teil seiner Kräfte aufgenommen. Also ist es wahr. Die Graubärte haben euch tatsächlich herbeigerufen. Die Graubärte? Bitte was? Ja, genau. Die Graubärte. Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Okay, und was wollen die von mir? Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hohodga gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Teba Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Thanos von Admora war. Honga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses Drachenblut ist. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender! Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Honga, geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Es geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt, es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Da hat er recht. Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrodga aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Nein. Hohodga ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochrodga. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Okay. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen
Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also dann, zurück zur Tagesordnung, Proventus. Wir haben immer noch eine Stadt zu verteidigen. Das, wo ist er hin? Der gute Kollege Hrodka oder wie er hieß, gesagt hat. Kommandant Kaius. Renne ich hier gerade still um? Nein. Was er erzählt hatte mit diesem, habt ihr nicht diesen Donnerschrei gehört oder wie das war? Den habe ich tatsächlich gehört. Da war ich allerdings halt, da habe ich nicht aufgenommen, weil das noch war, als ich durch die Gegend flaniert bin, dort in unserem Schleichtempo. Da konnte ich nicht aufnehmen, so schnell hat das nicht funktioniert, ne? Aber den habe ich tatsächlich gehört. Das hat es also damit auf sich. Ja, ich würde sagen, da haben wir doch eigentlich wieder was zu tun. Da haben wir doch eigentlich eine neue Quest. Und der werden wir uns widmen. Ich wollte mal gucken hier, deswegen bin ich hier, ob unser cooler Dude, schickes Bett hat er, ob der Magier hier, der Drachenfreund, interessiert ist an den Drachenknochen, die wir im Inventar haben. Weil das interessiert ihn bestimmt. Ich meine, der war ja voll neugierig und alles. Da interessiert ihn das sicher. Oh Gott, ungeheuer viele Bücher, krass. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und in der nächsten Aufnahmesession, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim. Und bis dahin.